Herzlich willkommen zur 173. Ausgabe Ihrer Blitznews des Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich dem 19. November 2017. Vor Ihnen sitzt im Studio Ihr Michael Westkamp. So manch einen geht Mülltrennung zu weit. Es gibt gelbe Tonnen, grüne Tonnen, blaue Tonnen, schwarze Tonnen. Jawohl, und manch einer hat keine Lust, Pappe in die blaue Tonne zu tun, ist ja viel zu weit zu laufen. Manchmal stehen die Eimer aber nebeneinander und tut es einfach in die schwarze Tonne. Ob man dafür bestraft werden kann, weiß ich nicht. Wenn man erwischt wird, vielleicht gibt es ein Ordnungsgeld, aber mehr nicht. Und so manch einer hat keinen Bock, Mülltrennung zu machen. Und diesen Fall haben wir auch hier in unserer ersten Meldung. Da hat jemand keinen Bock, Mülltrennung zu machen. Doch es wird sich dabei nicht um eine Ordnungsstrafe handeln. Ich gehe davon aus, dafür gibt es Knast. Ja, so richtig dicken Knast für diese falsche Mülltrennung. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wenn Sie schwache Nerven haben, hören Sie jetzt weg. Ansonsten ist die erste Meldung etwas länger und die Polizei bittet um Mithilfe. Am Sonntag, dem 12. November 2017, wurde im Waldgebiet gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg der Leichnam eines Säuglings in einem hellblauen Eimer, der mit einem Handtuch bedeckt war, aufgefunden. Unmittelbar daneben lag ein weiteres Handtuch auf dem Boden. Am Montag, dem 13. November 2017, einen Tag später, wurde der Leichnam durch Rechtsmediziner in Düsseldorf untersucht. Es handelt sich um ein Mädchen unbekannter Herkunft. Zitat der Staatsanwältin: Wir haben zurzeit keine Hinweise auf erkennbare äußere Gewalteinwirkung und ermitteln um das Schicksal und die Herkunft des Kindes. Ja, und das war die Staatsanwältin Dr. Dorothea Tummelshammer. Möglicherweise hat die Kindesmutter die Schwangerschaft verdrängt, verleugnet oder verheimlicht und wurde von dem Geburtsgeschehen überrascht. Vielleicht befand sich die Mutter des noch namenlosen Mädchens in einer ausweglosen Situation und benötigte deshalb Hilfe. Im Zusammenhang mit dem Auffinden des toten Säuglings bittet die Polizei um Mithilfe. Wem ist ein Mädchen oder eine Frau aufgefallen, die sich in den letzten Monaten verändert hat? Dies könnte sie sich durch auffällige Gewichts- oder Zu- oder Abnahmen, Veränderungen des Kleidungsstils, Vermeidung von Sport oder anstrengenden Tätigkeiten und einem sozialen Rückzug gezeigt haben. Wer hat Wahrnehmungen im Bereich des Fundortes gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg gemacht, die im Zusammenhang mit dem toten Neugeborenen stehen könnten? Am Samstag, dem 18. November und Sonntag, dem 19. November, war die Polizei von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr mit einer mobilen Anlaufstelle an dem Spazierweg gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg vor Ort und ansprechbar. Wer Angaben oder Hinweise zur Herkunft des Mädchens oder der Gegenstände machen könnte, hatte die Möglichkeit, sich unmittelbar vor Ort anzuvertrauen. Jeder Hinweis würde hilfreich sein, so die Polizei. Natürlich können Sie auch bei der Polizei sich melden. Am Dienstag, dem 14. November 2017, kam es gegen 10.30 Uhr an der Straße Heinchishammer zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Das Feuer war an der Rückseite des Gebäudes im Erdgeschoss ausgebrochen. Es konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Schadenshöhe und Brandursache stehen zurzeit nicht fest. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen. Und bald macht der Weihnachtsmarkt auf. Alle Buden stehen schon. Die Eislaufbahn ist schon startklar. In dieser Woche geht's los. Jawohl, soviel ich weiß, am Mittwoch. Da könnt ihr dann losdüsen über die Eislaufbahn oder über den Weihnachtsmarkt. Kein Tor! Da.
Hallo Leute, Fußballzeit im Remscheider Fernsehen Tele DMW. Wir interessieren uns für den FC-Verlierer Remscheid. Wir wollen wissen, wie hat er denn heute gespielt? Heute war der 16. Spieltag, dem 19. November 2017. Der FC Remscheid musste rausfahren zum SC Fellbad. Und das Ergebnis, naja, das könnte natürlich dazu führen, dass wir immer noch den ersten Platz von unten haben. Platz 18. Das Ergebnis bitte mal einblenden, denn ich habe es noch nicht vorliegen, liebe Regie. Habt ihr das vielleicht? Ansonsten teledmw.de, ganz unten auf der Seite unsere Schlagzeilen. Jawohl, da steht das Ergebnis. Und ich sag mal, ich spekuliere mal, ich feiere heute wieder den ersten Platz von unten. Das Motto der Großbaustelle Remscheid müsste eigentlich heißen: Wir arbeiten so lange nicht an der Baustelle weiter, bis es endlich schneit. Und wenn es schneit, kann man nicht weiter dran arbeiten, denn dann kann man keinen Asphalt neu machen. Ach, ist das toll da oben. In Bergisch Born haben sie übrigens auch eine kleine widerliche Baustelle. Das sorgt dafür, dass eine riesige Umleitung zu fahren ist, wenn man in Richtung Remscheid möchte, also von Wermelskirchen aus kommend. Und einen kleinen süßen Starrenkasten habe ich auch noch für Sie. Unsere Starrenkastenwarnung gilt heute der Solinger Straße in Fahrtrichtung Solingen. Hier werden Sie geblitzt, die Kamera ist geladen, hier ist Tempo 30. Vorsicht! Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man 2x4 Starrenkästen präsentiert. Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Wussten Sie eigentlich schon, dass es ab Februar 2018 eine Wiederholungsserie im Remscheider Fernsehen gibt? Wir wiederholen 176 Filme, die wir gedreht haben, ja. Den Film der Woche, den führen wir im Februar 2018 wieder ein. Können Sie sich drauf freuen. Da lernen Sie einiges über Remscheid. So, wäre doch schön, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Sorgen Sie dafür, dass 30 Zuschauer diese Sendung gesehen haben. Dann habe ich auch wieder Dienst im Studio. Das war ja in der vergangenen Woche gar nichts. Käse, wenn nicht sogar Gouda. Ich wünsche Ihnen eine schneefreie Woche und bleiben Sie dran, es kommt noch der Witz der Woche. Tele DMW. Ein Ostdeutscher fährt zum ersten Mal im Westen mit einem Taxi. Und er sitzt in einem Mercedes und er wundert sich über den Stern auf der Motorhaube. Da fragt er natürlich den Fahrer, was das für ein Stern ist. Der Fahrer sagt, das ist eine Zielvorrichtung, damit müssen wir alte Rentner hin umfahren. Dafür gibt es 500 Euro Prämie. Ja, das glaubt natürlich der Ossi. Und als irgendwann mal ein Rentner über die Straße ging, da weicht natürlich der Taxifahrer aus. Ja, auf einmal hört er einen dicken Rums hinten am Ende vom Auto. Da hat doch tatsächlich der Ossi die Türe aufgemacht. Nicht? Und, naja, was passiert denn da? Also, Rentner, der Ossi sagt auch noch was. Rentner jagen müssen sie aber noch üben. Wenn ich jetzt nicht im letzten Augenblick die Tür aufgemacht hätte, hätten wir den bestimmt verpasst. Bis zum nächsten Mal.
Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.